Dann begeben wir uns mal auf die Suche nach diesem Code. Wo finden wir aber diesen? Wahrscheinlich haben wieder irgendwelche Bilder damit etwas zu tun. Auch das haben wir jetzt schon einige Male gesehen. Ich wollte gerade sagen, dort liegt, steht ein bisschen frisches Obst. Frisch sei jetzt mal dahingestellt. Zumindest die Banane sieht nicht mehr unbedingt genießbar aus. Genauso wenig wie die Orange. Okay, Schuhe. Die hier hinführen. Können wir da auch rein? Was sind diese Geräusche? Sind das verzerrte Stimmen? Was wollen die uns sagen? Hier sind Erinnerungen von dir? Ich weiß, ich interpretiere wahrscheinlich 90% alles, was ich von dem ich hier labere. Damit liege ich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich falsch. Aber trotzdem, ich muss mir immer so ein paar Sachen versuchen, zumindest zusammenzureimen. Auch da wieder zwei Gesichter, die ineinander übergehen. Als ob vielleicht die beiden gespaltenen Persönlichkeiten am gleichen Bild gemalt haben? Auch das wieder nur reine Spekulation. Aber guck mal, hier haben wir so eine schöne Stehuhr. Wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir es kurz nach Mitternacht. Geisterstunde, das gibt doch Motivation. Was haben wir hier? Können wir die Lampe anmachen? Nee, geht leider nicht. Denn da kann ich so gut wie gar nichts erkennen. Und was flackert denn hier zum Teufel? Ach, die Lampe ist das. Ja, okay, macht irgendwo Sinn. Aber da kann ich jetzt gar nichts drauf erkennen. Schade eigentlich. Erstmal die zweite. Warum hat jemand Seile bei sich in der Schublade? Thema Selbstmordgedanken und so. Sehr, sehr viele Fragezeichen gibt es bei dieser Geschichte noch. Aber ich bin mir sicher, wir werden eine Frage nach der anderen hoffentlich klären können. Schon wieder ein Globus. Ich habe immer das Bedürfnis, wenn ich einen Globus sehe, einmal dran zu drehen. Gibt wahrscheinlich am Ende auch irgendwie ein Achievement, kann ich mir vorstellen, wenn wir jedes Mal einen Globus gedreht haben. Wieder ein bisschen Gemüse, beziehungsweise Obst. Was steht da? Spiegelverkehrt geschrieben. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Okay, gut, dass das uns richtig übersetzt wird. Ich glaube, das hätte ich da niemals draus. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Was geschehen ist, ist geschehen. Da kommen wir leider nicht rein. Und warum scheint das hier so auffällig auf den Tisch? Können wir jetzt nochmal die Welt drehen?
Spin around. Haben wir irgendwas Neues? Hallo? Danke. Oder möchte uns unsere andere Persönlichkeit, sollten wir tatsächlich an Schizophrenie leiden, mit diesen Träumen, ich nenne es immer noch Träume, will uns diese zweite Persönlichkeit damit irgendetwas mitteilen? Uns auf den richtigen Weg lenken? Also meine Vermutung wird immer mehr bekräftigt, dass die Bilder, die unser Charakter malt, in irgendeiner Art und Weise real werden. Zumindest in unserer Realität scheinen diese Bilder wirklich immer realer zu werden. Und wir wissen ja noch, am Anfang haben wir einen Maulkorb gesehen, sprich wir hatten wohl auch einen eigenen Hund. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, welche Rolle spielt der? Der spielt doch garantiert eine Rolle. Und zufälligerweise haben wir da ein Porträt, ein Bild mit zwei Hunden. Und die sind gerade eben verbrannt. Am lebendigen Leibe. Gott. Und das Gebelle hat natürlich daraufhin aufgehört. Good boy. Guter Junge. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Oh. Okay. Ist er da schon irgendwie großen wahnsinnig geworden? Ab dem Moment, wo unsere Frau das Kind zur Welt gebracht hat, das hat die Familie irgendwie anscheinend komplett zerstört, kann man glaube ich schon fast sagen. Aber was ich jetzt gerade hoffe, dass wir nochmal zum Tresor da zurück können. Denn ich habe leider noch keinen Hinweis gesehen. Können wir überhaupt zurück? Oh, das ist ärgerlich. Ich hoffe, dass ich da keinen Hinweis übersehen habe. Oh, das ärgert mich jetzt wirklich gerade ein bisschen. Oh, Menno. Shit. Ich hoffe, da können wir tatsächlich nochmal drauf zurück. Lass mich noch mal ganz kurz das Halsband anschauen. ...7C. Und ich weiß immer noch nicht, ob der Popkill ausgesprochen wurde. Ich denke mal, der Hund wird wahrscheinlich auch nicht mehr unter uns weilen. Lebt hier überhaupt noch irgendjemand? Abgesehen von unserem Malerfreund. So, Streichhölzer. Die Brille kennen wir doch auch, oder? Können wir uns diesmal aber nicht genauer angucken. Willst du das auch? You want this as well? Eher nicht, glaube ich. Ach, guck mal, der Zeitungs...
Artikel war vorher nicht da. Hier waren wir doch schon, oder? Das ist so verwirrend. Der ist auf jeden Fall neu. A once great artist, new painting, lost about, of galleries. Es ging also nicht nur privat bergab, sondern anscheinend auch beruflich. Keine große Überraschung, würde ich sagen. Ein ehemals großer Künstler, neues Bild von aus Galerien gelacht. Wovon wir heute Zeugen wurden, obwohl gänzlich ohne Wert, um es einmal künstlerisch auszudrücken, mag dennoch eine unbezahlbare Fallstudie für Psychologen sein. Diese harschen Worte kamen von niemand Geringerem als Jason Hughes. Der bekannte Kritiker war einer der ersten, der die Werke von zu schätzen wusste und dessen Lob einst zum spektakulären Durchbruch des Künstlers beigetragen hatte. Danach gefragt, ob solch brutale Kritik, besonders angesichts der jüngsten tragischen Ereignisse, denn angemessen sei, antwortete Hughes: Als Kritiker ist es unsere Pflicht, Kunst zu kritisieren, ohne dabei den Künstler zu bewerten. Der Mann hat in letzter Zeit viel durchmachen müssen und er hat dafür offensichtlich einen hohen Preis zahlen müssen. Dennoch würden wir schweigen und geben wir auch nur andeutungsweise zu verstehen, dass dies auch nur im Entferntesten akzeptabel sei, würden wir dem Künstler damit keinen Gefallen tun. Andere Kritiker waren kaum nachsichtiger als der. Okay. Wie gesagt, privat wie auch beruflich am Scheideweg. Besonders harte Kritik. Ja, auch wenn er vielleicht nicht Unrecht hat, dass er so harsche Worte dann gewählt hat. Ein bisschen nachsichtiger kann man vielleicht anhand der privaten Situation dann eben doch sein. Jetzt sind wir schon wieder in so einem langen Flur. Ne, hier waren wir doch auch schon. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hat er geschlossene Augen? Oder sind das auch wieder... Das sieht eher danach aus, als wären das auch wieder zwei Bilder, die übereinander gelegt wurden. Viele Türen. Viele abgeschlossene Türen. Viele Wege führen nach Rom. Die beiden hier allerdings anscheinend nicht. Und auch da wieder. Da wurden auch wieder zwei Bilder übereinander gelegt oder übereinander gemalt. Ich habe keine Ahnung. Verschiedene Gesichter sind auf jeden Fall dort zu sehen. Bei dem genauso. Ich frage mich halt immer noch, sind das wirklich Bilder, die wir selber dann gemalt haben? Das sieht besonders merkwürdig aus. Wenn wir diese Bilder gemalt haben, haben das unsere zwei Persönlichkeiten gemalt? Sollten wir überhaupt an Schizophrenie leiden? Das wurde ja auch noch nicht so wirklich bestätigt. Der Verdacht liegt zwar irgendwo nahe. Holy fuck. Ich sehe dich. Okay, einfach ein Riesengemälde. Ich will mich nicht umdrehen. Ich drehe mich nicht um. Nein, könnt ihr vergessen. Ich kann die Tür nicht mal zumachen. Nein, ich drehe mich nicht um. Ich will nicht. Okay. Das Bild in sehr kleiner Form. Ach, Leute. Kennt ihr das? Ihr wisst zu 100%, dass in dem Moment ein Jumpscare kommt. Und trotzdem erschreckt ihr euch. Ey, das gibt's doch nicht. Scheiß. Doofes Spiel. Und das meine ich nicht im negativen Sinn. Hallo Ratte? Die Bilder sind alle kleiner geworden.
und haben sich vermehrt. Da könnten wir rein. Ist die Frage, wollen wir das? Da könnten wir auch rein. Die Bilder scheinen immer noch an der gleichen Stelle zu hängen. Können wir hier auch einmal wieder zurück. Alter, fick dich! Die Türen sind jetzt zu. Nee, Gott sei Dank. Ich glaube, die Ratte ist hier reingegangen, oder? What? 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 Das könnten wir jetzt die ganze Zeit genauso weiterspielen. Oder auch nicht. Fällt einfach mal der Ventilator von der Decke. Es ist so scheiße dunkel. Es werde Licht. Mal wieder ein Dokument vom 12. September. Wir wissen aber immer noch nicht, in welchem Jahr, verflucht normal, das alles spielt. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleine Zettel an eine meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Manchmal sind die Punkte und Kommata echt nicht zu unterscheiden. Kleine Zettel an eine meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigendste, hasserfüllste Kacke, die ich jemals über meine Arbeit gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgestritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte! Hasst sie mich wirklich so sehr oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Was wiederum den Verdacht mit der doppelten Persönlichkeit noch verstärkt, sind die ganzen Zettel, die wir bis dato gefunden haben. Vielleicht gar nicht von unserer Frau gewesen, sondern von uns selbst, an uns selbst. Will aber nicht erklären, warum es die gleiche Handschrift. Ist wie die von unserer Frau. Was war das denn schon wieder? Oder leidet unsere Frau an Schizophrenie? Nee, da kann ich mir auch nicht vorstellen. Diesen Fragebogen, den wir vorhin gefunden haben, ich glaube, den haben wir tatsächlich selbst ausgefüllt. Oder es ist einfach wieder nur eine typische Ablenkung. Und hier leidet niemand unter Schizophrenie. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber wie sind dann diese Dinge hier zu erklären? Wir wollen diese Dinge erklären, aber dazu müssen wir noch tiefer hinein in unser Bewusstsein vielleicht auch, in unser eigenes Bewusstsein, um eben dieses herauszufinden.
Ich mag es nicht, wenn solche Geräusche urplötzlich aufkommen. Ein Hauch von nichts. Das wäre doch auch mal ein super Titel für ein Gemälde, oder? Einfach so ein weißer Zettel, wo wirklich nichts ist. Dann hängst du das auf und betitelst dieses Bild, das du gemalt hast, als ein Hauch von nichts. Und ich glaube, das würde sogar tatsächlich als Kunst durchgehen, oder? Das war meine Idee. Ihr dürft da jetzt kein Dingens drauf anmelden. Auch hier ist abgeschlossen. Also das war meine Idee, ne? Solltet ihr jetzt tatsächlich zu irgendeiner Kunstgalerie gehen und sagen, hier, weißes Blatt, das ist mein Gemälde, das habe ich gemalt. Unter dem Titel Ein Hauch von Nichts. Es war meine Idee. Ich werde euch genau beobachten. Aber ich glaube, ich sollte aufhören zu scherzen. Das wird mir sonst noch mit doppelter Wucht irgendwann zurückgeworfen. Da haben wir schon wieder einen Schlüssel. Ich will mich nur noch eben umgucken. Bevor ich irgendetwas aufnehme, muss ich mir angewöhnen, erstmal alles anzuschauen. Was haben wir hier? Holy shit. Hochzeitsfoto, Fragezeichen. Und auch die Gesichter. Nicht nur die Namen, sondern auch die Gesichter werden rübergekritzelt. Ja, wartet doch mal ganz kurz, was auch immer da gerade irgendwo rüttelt. Ich bin noch nicht fertig. Mein Gott, was fängt jetzt wieder an? Schnauze. Ich bin noch nicht fertig mit dem Erkunden. Lass mich. So, diesmal bleiben die Kerzen, glaube ich, auch an, hoffe ich. Das sieht beim rechten Auge, bei seinem rechten Auge, das sieht irgendwie so ein bisschen merkwürdig aus. War es vorher auch schon so? Da haben wir noch ein Dokument. 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus, das ist einfach verantwortungslos. Okay, was wiederum bedeutet, unser lieber Hauptcharakter hat auch schon vorher gesoffen. Hatte also nichts mit dem Vorfall seiner Frau zu tun. Hat er das tatsächlich, also den Alkohol, tatsächlich immer als Inspiration beim Zeichnen, beim Malen gebraucht? Okay. Ein kleiner, aber feiner Hinweis, wie ich finde. Und hier haben wir nochmal eine Kerze. Hallo, da konnte ich doch gerade. So. Also das war, ja, das war jetzt wieder ganz schlau von mir. Das war genau das, was ich gerade gelesen habe. Und das haben wir anscheinend auch mitgenommen. Das scheint etwas für unser Achievement Book gewesen zu sein. Jetzt können wir auch wieder raus, nachdem wir dieses aufgenommen haben. Zugeknallt. Ich bin sauer. Ich bin richtig aggressiv. So, wir haben einen Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, für welche Tür. Immer den Geräuschen nach. Ich denke, das ist immer die beste Lösung. Was jetzt krass gewesen wäre, wenn wir so eine Farbspur hinter uns her schleifen würden. Okay, die Farbspur zeigt uns diesen Weg. Aber wartet mal kurz.
Ne, hier kommen wir sowieso nicht hin zurück, alles klar. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Okay. Auch wieder eine kleine Information. Das Problem mit seinem Bein scheint er also auch schon länger zu haben. Aber so kann man einen Gehstock auch als Waffe benutzen. Was ist das wieder für ein Bild? Menschlich sieht das irgendwie nicht aus, das, was er da gemalt hat. Aber okay. Gehen wir mal zurück. Schlüssel benutzen. Ach, und den Raum kennen wir definitiv schon. Da liegt ein Zettel. Habe ich genau gesehen. Den heben wir natürlich zugleich auch auf. Unleash your inner beauty. Entfesseln Sie Ihre innere Schönheit mit dem neuen Glamour Fusion Max. Sagen Sie Lebewohl zu Anken... Was? Zu Aspen. Leute, das ist doch mal ein Wort. Akne-Narben. Das sieht so komisch aus. Sagen Sie Lebewohl zu Akne-Narben, vergrößerten Poren und anderen unangenehmen Hautproblemen. Der neue Glamour Fusion Max Concealer wird Ihrer Haut ein gesünderes Aussehen sowie ein sanfteres Gefühl geben. Betrachten Sie es nicht als ein Abdecken von Unzulänglichkeiten, sondern als das Entfesseln Ihrer inneren Schönheit. Schon wieder so billige Werbung. Okay. Also unsere Frau war auf jeden Fall auch modebewusst und wollte sich dementsprechend schön kleiden und auch schminken. Sie galt ja auch als eine Schönheit, hatten wir auch schon aus diversen Zeitungsartikeln gelesen. Und da hat sie anscheinend auch großen Wert drauf gelegt. So, oh, guck mal, ein paar Sauerkirschen sind das, glaube ich. Da bekomme ich glatt wieder Appetit. Und so langsam muss ich echt mal eine Aufnahmepause machen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. 2,5 Stunden sind es bestimmt. Und wir sind jetzt wieder im Schlafgemach, wo der Spiegel auf einmal wieder heile ist. Und das Grammophon in der Mitte des Raumes steht. Aber keine Schallplatte aufgelegt ist. Es hat sich ja so ein bisschen was geändert. Ist die Frage, sind wir jetzt vielleicht in einer Erinnerung früherer Tage? Reisen wir immer weiter zurück? Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Und auch diese Violine haben wir ja schon ganz am Anfang gefunden. Da war sie im Keller. Hat unser Charakter die also irgendwann, ja, einfach in den Keller geschmissen. Aber hier ist sie noch im Nachtschrank. Damenschuhe. Und ein paar Mäntel. Da scheint sich nicht so viel getan zu haben. Aber was ist hier noch anders? Bis auf das Offensichtliche. Was haben wir hier denn noch? Ah, hier können wir drehen. Machen wir gleich. Lass uns erstmal weiter noch eben zu Ende umschauen. Hier haben wir wieder den Schminktisch. Wie gesagt, noch hier intakt. Hier war noch alles gut. Und das ist die Beinprothese. Prothesendiebe. Nimmer satte Bastarde. Kann mir keine neuen kaufen. Warum das beschissene Bein? Und auch das haben wir mitgenommen.
Okay, ansonsten ist hier nichts. Die kleine Kommode können wir nicht öffnen, die auch nicht. Dann Zeit für ein bisschen Musik. Ah, finde ich cool, dass man, oh, ich muss mit dem rechten Analogstick drehen. Huch, Alter. Okay, jetzt fängt sie von selbst an. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Warum denkst du überhaupt an solche Sachen? Was zur Hölle hat der da getrieben? Alter. Ganz leicht krank. Genauso wie das Bett gerade. Und der Raum gerade. So krank sind auch die Gedanken unseres Charakters. Werd dir erlaubt, aufhören zu spielen. Du musst weiterspielen. Spiel! Oh, er spielt tatsächlich. Oh, das war nur ein kurzes Vergnügen. Passt auch ungemein zur Stimmung gerade. Und wieder ein neuer Hallo? Moment. Okay, wir können den Schlüssel nur verschieben. Wartet mal. Okay, zurück können wir sowieso gerade nicht. Dreh. Können wir auch noch weiter drehen? Ich möchte weiter drehen. Hä? Okay, das ist jetzt gerade steuerungstechnisch ein bisschen merkwürdig. Komm, dreh, Junge! Okay, irgendwas müssen wir hier mit dem Schlüssel und der Kurbel machen. Lass mich nochmal ganz kurz gucken, ob jetzt hier noch was Neues aufgetaucht ist. Sieht aber eher nicht danach aus. Und was zum Teufel ist das für eine Flüssigkeit? Sieht aus wie Öl. Ist das tatsächlich Benzin? Aber wozu hat er Benzin gebraucht? Was ist das für ein kranker Bastard? Und was zur Hölle muss ich hier tun? Was mache ich da gerade? Hä? Okay. Wie so ein Besoffener. Okay, wir haben die Zeit zurückgedreht. Interessant. Können wir den Schlüssel jetzt nehmen? Ach, das ist gar kein... Ah, okay, ja, sorry Leute, ich habe das gerade die ganze Zeit für einen Schlüssel gehalten. Nein, alles gut. Jetzt können wir den Raum auch
ohne Schäden, ohne weitere Schäden verlassen. Hier ist auch nichts Neues an der Front. Dann einmal aufziehen. Ach, und guck mal. Oh, wir sind, glaube ich, wieder an einen Speicherpunkt angekommen. Und mit einem Blick zur Uhr passt das eigentlich sehr, sehr gut. Denn ich möchte tatsächlich langsam mal eine Aufnahmepause machen. Wir gucken uns noch mal ganz kurz hier jetzt an, was wir neu dazu bekommen haben. Ah ne, das ist neu. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und zitterst die ganze Nacht. Und hier bist du nun, wie üblich eingesperrt in deiner Werkstatt. Dieser ganze leidende Künstlerunfug hat jetzt aufzuhören. Okay. Frau, ich weiß es nicht. Ist es nicht zu offensichtlich, dass wirklich unsere Frau die Zettel schreibt? Auf jeden Fall scheint sich irgendjemand um uns Sorgen zu machen, ganz offensichtlich. So, jetzt haben wir hier wieder unser Achievement Book. Dass ich nicht weiter umblättern kann. Hallo? Hä? Hä? Moment. Ah, so kann ich umblättern, alles klar. Da haben wir jetzt unser Hochzeitsfoto neu dazu bekommen. Den hatten wir schon. Haben wir sonst noch irgendwas Neues? Was war das hier noch? Achso, genau, das war der Hinweis. Hoppala. Ah, wollte ihn nicht schließen. Das war der Hinweis, dass wir auf die Flaschen aufpassen sollen. Also die Alkoholflaschen. Aber, oh, ich ärgere mich immer noch über dieses eine... über diesen Safe, über den Code. Hätte mir den schon öffnen können. Oh, wenn ich da irgendwas übersehen habe, das würde mich echt maßlos ärgern. Werde ich vielleicht offscreen mal versuchen, irgendwie rauszufinden. Was haben wir da? Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Na, ich glaube, der Alkohol hat dann irgendwann dich übernommen. Da haben wir jetzt noch das Bild mit der Beinprothese. Das selbstgekritzelte. Das hat er doch bestimmt selbst gemalt in seinem Wahn. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, zumindest. Okay. Bisschen Papier. Was haben wir da noch? Achso, das ist wieder unser Zettel. Was ist denn dazugekommen? Alleine. Ein Grab. Für dich. Und ich glaube, je mehr Erinnerungen wir zusammentragen, desto deutlicher wird diese Nachricht und desto deutlicher wird dann wahrscheinlich auch unser Bild. Und ich denke, gleich haben wir Kapitel 2 sogar dann abgeschlossen. Oh, guck mal, hier sieht es auf einmal auch ein bisschen aufgeräumter aus als am Anfang. Vielleicht wird es hier nach und nach auch ein bisschen bunter, ein bisschen hübscher, ein bisschen freundlicher. Ich denke, jetzt müssen wir das Benzin da anbringen. Es war doch Benzin, was wir da gefunden haben, oder war das Blut? Ich bin mir dessen gar nicht so sicher, was hier eigentlich abgeht. Okay. Ich finde, das Bild ist gerade eben ein bisschen undeutlicher geworden. Guck mal, da ist eine Kurbel. Können wir aber nicht dran drehen. Was soll das denn darstellen? Ich habe keinen Schimmer. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Alkohol. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Okay, müssen wir noch irgendwas machen? Irgendwas fehlt anscheinend noch. Moment mal, das Bild hat sich auch etwas verändert, oder? Das sah vorher auch ein bisschen creepier aus.
Ach, das ist... Ah, okay, hier ist Kapitel 2. I see. Ich benötige ein Gefäß und einen Plastikschlauch. Ich hatte schon mal Benzin abgezapft. Ich wusste also, wie es gemacht wird. Ich steckte den Schlauch in eine... Also hat er tatsächlich Blut da abgezapft. Als mein Mund voll Blut war. Ist das ein Vampir oder was ist mit dem los? Tief immer weiter. Der Geschmack von Kupfer verfolgte mich die ganze Nacht. Warum hatte ich nicht an eine Spritze gedacht? Alter, wie krank ist denn dieses Spiel? Aber liebe Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich tatsächlich den ersten Aufnahmestopp. Das Spiel scheint wirklich ein bisschen länger zu gehen, aber wenn meine Vermutung richtig liegt, und ich glaube, das ist tatsächlich so, hat dieses Spiel 6 Kapitel. 2 davon haben wir abgeschlossen, aber das Gesamtbild, das ist wirklich jetzt im wahrsten Sinne zu betrachten, das Gesamtbild ist immer noch sehr, sehr undeutlich. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal weitere Hinweise finden, um eben herauszufinden, was hier wirklich passiert ist. Ich bedanke mich erstmal für euer Zusehen bei diesem Part, bei dieser Aufnahme von Layers of Fear. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. In dem Sinne, hoffentlich bis bald. Ciao, ciao, sagt euer Killer.